Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal geht es um Retopology. Wir haben bereits im letzten Tutorial gelernt, wie wir sculpten. Damit lässt sich zum Beispiel so ein Stylized Rock recht gut modellieren und den möchten wir in unser Spiel einbauen. Problematisch ist, dass er viel zu viele Polygone hat. Wir sind hier aktuell bei 675.000 Trees. Das ist, wenn wir mal von der Unreal Engine 5 absehen, viel zu viel. Um diese Details dennoch nicht zu verlieren und runterkommen auf, sagen wir mal, 10.000 Trees, brauchen wir Retopology. Damit bauen wir ein Duplikat von diesem Stein hier, der die grobe Umrissform nachbildet, aber keine so hohen Details besitzt. Danach können wir unser Low-Poly, so nennt man die Variante mit weniger Polygonen, unser Low-Poly-Modell unwrappen und dann die Details von diesem nicht geunwrappten High-Poly-Modell auf das Low-Poly und dessen UV-Map baken. Das bedeutet, wir übertragen die Details auf eine Normal-Map. Das geschieht im nächsten Teil der Tutorial-Reihe. Jetzt geht es darum, die Low-Poly-Topologie zu erstellen. Dafür gibt es verschiedene Wege. Der erste ist der manuelle Weg. Kommen wir auch schon zum zweiten Weg, nämlich mit Add-ons. Es gibt Add-ons, die einem die Retopology-Arbeit so weit abnehmen, dass es auf wenige Klicks beschränkt ist. Und dann haben wir noch den Weg des Blender-eigenen Remesh-Modifiers. Welcher Weg für euch der richtige ist, hängt ganz von eurem Modell ab, von der verfügbaren Topologie in eurer Gesamtszene im Spiel und von eurer Zeit. Umso schneller es gehen muss, umso eher könnt ihr euch auf Add-ons verlassen. Und wenn ihr das Ganze mit Muße und Geduld machen möchtet, dann wird der händische Weg für euch der beste sein. Wir starten mit der Vorbereitung für die manuelle Retopology. Erstens brauchen wir ein zweites Objekt. Hier haben wir unser Sculpt-Tutorial-Objekt, das ist unser High-Poly und darüber haben wir unser Retopo. Das ist diese Face hier. Ich habe einfach eine normale Plane benutzt und sie hier mal schon mal in Position gebracht. Was wir machen möchten, ist einfach nur die Oberfläche mit Planes nachbilden. Und damit das Ganze etwas geschickter und schneller geht, als das Versuchen von Hand hinzufriemeln, gibt es den ersten Trick. Wir benutzen das Poly-Build-Tool. Wenn wir jetzt in den Edit-Modus gehen, haben wir links unten den Polybuild. Polybuild ermöglicht das Erstellen von weiterer Geometrie einfach nur mit einer Maustaste. Sobald ihr an die Kante einer Face hinzeigt mit eurem Mauscursor, dann wird sich diese blau färben. Wenn ihr, während sie blau ist, die linke Maustaste drückt und haltet, könnt ihr eine weitere Face herausziehen. Durch Steuerung gedrückt halten und mit eurer Maus nur zeigen, könnt ihr ein Dreieck herausziehen. Dann könnt ihr mit einem mit gehaltener Steuerungstaste auf diesen dazwischen liegenden Vertex zeigen und er wird euch hier anbieten, einen Quad rauszuziehen. Wenn ihr also in diesem Modus jetzt nochmal die linke Maustaste gedrückt haltet, zieht ihr damit einen Vertex raus und dann habt ihr einen weiteren Face. Wenn ihr die Shift-Taste gedrückt haltet, dann färbt sich die Face rot, die ihr gerade markiert. Und mit einem normalen Linksklick könnt ihr die Face dann löschen. Damit wir das Ganze nicht so auf der freien Luft machen müssen, können wir das Ganze natürlich an die Oberfläche snappen. Dazu benutzen wir unser Snapping-Tool. Das ist hier oben und gehen von hier auf Face. Wenn wir nun unseren Vertex hier nehmen und den einfach nur mit der Maustaste berühren, haben wir durch das Polybuild-Tool gleich die Move-Taste im Hintergrund. Das bedeutet, wir klicken einfach bloß einmal die Vertices an und sie sind positioniert. Er wird sie jetzt auf der unterliegenden Face ansnappen, damit sie schön an der Oberfläche liegt. Wir werden relativ schnell feststellen, dass wir mit der Methode nicht mehr sehen, was wir hier eigentlich tun und genau bei diesem Fall hilft uns der Infront. Wir gehen also jetzt hier auf unser Object Panel, dort auf Viewport Display und sagen Infront und unsere Faces werden in Front dargestellt. Das Ganze funktioniert nur, während wir uns im Solid View Mode befinden.
nicht im Texture View Mode. Ein weiterer Modifier, der sehr praktisch ist, ist der Shrink Wrap Modifier. Wenn wir nun im Objektmodus sind, gehen wir auf unser Retopology Modell, gehen auf die Modifier und sagen Shrink Wrap. Unserem Shrink Wrap brauche ich ein Ziel, an das es sich anglätten soll. Damit einfach die Pipette nehmen und unser High Poly Modell auswählen. Nun wird er unsere Faces hier direkt anlegen. Und zwar so eng wie möglich. Wenn wir also zurück in den Edit-Modus gehen und versuchen, das Ganze etwas weiter wegzuziehen, dann wird das nicht klappen, selbst wenn wir das Snapping ausschalten. Der Shrink-Wrap-Modifier wird immer versuchen, möglichst die Oberfläche anzulegen. Und das seht ihr hier auch schon, der Vertice ist hier aktuell weg im Edit-Modus, aber unser Modifier zwingt ihn einfach zurück an die Oberfläche. Der Edge Flow ist besonders bei solchen geometrischen Formen wichtig. Denn Schatten entstehen aufgrund von Edges und Edges sollten nur dann da sein, wenn sie auch sinnvoll sind. In diesem Falle betrachten wir vorher unseren Stein und schauen, wo scharfe Kanten existieren können. Wir haben hier einen Übergang, der ist sehr markant und den möchte ich auch nachbilden. Also ziehe ich ihn genau dorthin. Bei unserem Retopology sollten wir immer aufpassen, dass wir nicht zu fein werden. Ein zu feines Mesh ist ein großes Problem, denn genau dem versuchen wir entgegenzuwirken und es ist eine kleine Falle, die euch leicht um einiges mehr Arbeit macht, weil ihr dann in dem gleichen Density weiterarbeiten müsst. Daher achtet darauf, dass ihr nicht zu schnell zu fein ins Detail geht. Eure Normal Map wird mächtiger sein, als ihr es vielleicht vermutet und sie kann die Details auch übernehmen, selbst wenn unser Mesh lange nicht so genau abgebildet ist. Wir haben hier bereits den Fall, dass wir diese zwei Elemente verbinden wollen, aber sie einfach nicht so leicht miteinander matchen. Dafür benutzen wir unseren Auto-Merge-Tool. Mit N das Panel öffnen und dort bei Tool Options den Auto-Merge aktivieren. Auto-Merge wird nun, wenn wir ihn noch ein bisschen höher stellen, und zwar auf einen Wert von 0,01, abhängig von eurer Modellgröße, können wir ihn hier ansnappen lassen und er verbindet sich. Das macht uns die Arbeit leichter, wenn wir zwei verschiedene Faces haben, sie miteinander verbinden wollen. Wir sehen, dass wir hier ein Tree haben. Ein Tree ist bei einem Retopology absolut kein Problem. Wenn ihr das ganze Ding als FBX für Unity exportiert oder für Unreal, dann wird er sowieso nur Trees verwenden, denn eine Game Engine wird mit Quads einfach nichts anfangen können und sie ergeben für ihn auch absolut keinen Sinn. Sie haben keinen Vorteil. Unser Retopo ist erstmal fertig. Wir haben aktuell eine Tree-Anzahl, wenn wir in den Edit-Modus gehen, von 748 Trees. Das ist extrem wenig, aber könnte für uns schon reichen. Das wäre zum Beispiel jetzt ein Beispiel für einen Stein, der sehr oft in einer Open-World-Map verwendet werden soll und deswegen den Tree-Count nicht allzu hoch stellen soll. Falls ihr mit Level of Detail arbeitet, könnt ihr es allerdings noch etwas verstärken, indem ihr hier noch einen Subdivision Surface oder Multi-Resolution Modifier anwendet, um die Poly-Count noch etwas höher zu stellen. Wenn wir nun unseren Modifier erstmal deaktivieren und dann einen Multi-Resolution oder einen Subdivision Surface Modifier anwenden, dann können wir das Mesh noch etwas verfeinern. Nachdem wir unseren Subdivision Surface aktiviert haben und ihn applied haben, können wir hier nochmal auf Shrink Wrap gehen und ihn nochmal auf unser High Poly anwenden. Wir sehen jetzt, dass wir an vielen Stellen viel mehr von diesen Clipping-Fehlern haben. Clipping-Fehler sind in diesem Fall sehr gut, denn das bedeutet, dass die Flächen deckungsgleich sind. Unser Low-Poly-Mesh ist nun extrem nah dran an der ursprünglichen Form unseres High-Poly-Meshs und hat einen angenehmen Edge-Flow, der genau die scharfen Kanten nachbildet, die wir auch später in unserem Texturing nachbilden möchten. Wichtig ist uns die Silhouette. Die Silhouette lässt sich nicht verändern. Das bedeutet, sie wird immer so kantig sein, selbst wenn wir ein Smooth Shading drauflegen. Scharfe Kanten bleiben, wie sie sind, in unserer Silhouette außenrum. Und wenn wir mit dieser zufrieden sind und keine starken Spitzen oder sowas sehen, dann
haben wir unseren Retopo erfolgreich durchgeführt und können unseren Shrinkwrap Modifier applyen. Gehen zurück in den Edit-Modus und markieren unser Mesh und haben jetzt 3236 Trees, was immer noch völlig in Ordnung ist. Und haben, wenn wir uns vorher eine Kopie gemacht haben ohne den Modifier, also schon unser erstes LOD, einmal Level of Detail mit der knapp 700 Trees, was sehr gut ist für die Entfernung, dann 3236, was für absolut alle Entfernungen völlig ausreichen sollte. Und solltet ihr noch ein etwas stärkeres Modell brauchen, dann legt einfach noch ein Subdivision Surface Modifier drauf. Danach wieder den Shrinkwrap, um es an euer High Poly zu binden. Und ihr habt drei Level of Details. Ein Retopo, wie in diesem Falle, lässt sich natürlich auch durch einen Modifier erzielen. Wie stark der Unterschied ist und wie schön das ist, sehen wir gleich. Dazu brauchen wir wieder unser High Poly Modell. Wir wählen es im Objektmodus aus. Dazu nehmen wir das Retopology Add-on. Das ist kostenpflichtig, den aktuellen Preis kann ich euch gar nicht sagen, außerdem verändert er sich eh. Weil ich jetzt ein kostenpflichtiges Add-on erwähne, muss ich leider anzeigen lassen, dass das eine Werbesendung ist, was natürlich in einem gewissen Bereich stimmt. Ich bin aber der Meinung, dass es zum Arbeiten dazugehört, dass man auch mal ein kostenpflichtiges Add-on loben muss, wenn die kostenfreien Alternativen da nicht mithalten können. Mit unserem Retopology Tool können wir einen Detect Poly Count machen. Er wird nun ermitteln, wie hoch unsere Density ist von unserem Objekt. Das wird ihm wahrscheinlich zu hoch sein. Wir versuchen es mal mit High und dann einfach mal ein Remesh. Wenn er nun auf einen Fehler läuft, dann müssen wir einen Decimate Modifier drauflegen, der die Topologie nochmal verringert. In dem Falle ist es aber nicht nötig. Er hat es geschafft. Das ist seiner Meinung nach ein guter Retopo. Ja, aber ich würde sagen, den kriegen wir noch ein bisschen besser hin. Indem wir die Density zum Beispiel auf 1 stellen, können wir ein neues Remesh machen, das ein bisschen besser gelingt. Wir haben nun ein sehr viel feineres Mesh und es erinnert stark an unser bisheriges Retopo, denn das ist ungefähr die gleiche Density. Wenn wir nun einen Shrinkwrap-Modifier hier drauf anwenden, auf unser neu generiertes Objekt, kommen wir wahrscheinlich sogar ziemlich in die Richtung von dem, was wir vorher wollten. Wir wählen wieder unser Sculpt aus und haben hier ein wirklich beeindruckend gutes Retopo. Schauen wir uns die dritte Methode an und das ist der Remesh-Modifier von Blender an sich. Zurück im Objektmodus verpassen wir ihm einen Modifier und der heißt Remesh. Der Remesh Modifier hat verschiedene Optionen. Einmal Voxel, da versucht er mit verschiedenen kleinen Flächen einfach die Oberfläche nachzubilden. Dann haben wir einmal Sharp. Das ist eine Methode, die relativ stark ist, jedoch hauptsächlich auf komplettes Low Poly ausgelegt ist. Wir haben leider eine etwas kaputte Struktur. Und zwar relativ schnell, sobald wir keine sehr, sehr glatte Oberfläche haben. Dieser Modifier macht leider bei stark zerklüfteten Objekten viele Fehler, wie zum Beispiel hier, die sich dann nur schwer lösen lassen. Diesen Modifier kann ich empfehlen für glatte Oberflächen, sehr, sehr ruhige Oberflächen, die nicht sehr stark zerklüftet sind. Wenn wir uns den Sharp genauer anschauen, können wir bei unserer Scale, Sharpness und Octree Depth ein bisschen drehen, um noch mehr Tiefe zu erreichen. Hier können wir also auch Remeshes bauen, die sehr, sehr nah am Original sind. Aber auch hier werden schon die ersten Fehler sichtbar. Und genau das ist die Schwäche des klassischen Remesh-Modifiers. Der Smooth wird relativ wenig in die Tiefe gehen. Das bedeutet, er wird am nächsten daran sein, wie wir arbeiten. Und was ich ganz besonders schätze, ist, sein Mesh ist am stabilsten. Das bedeutet, auch bei einer höheren Auflösung und bei einer höheren Tiefe hat er eine sehr, sehr starke Stabilität und macht wenig Verbindungsfehler.
Blogs ist meiner Meinung nach so ziemlich das Unnützeste. Ich habe einfach noch keinen Anwendungsfall gefunden, bei dem das hier Sinn ergibt. Falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Und falls ihr das schon auf der Zunge habt, ja, das wäre eine gute Idee für Minecraft-Assets. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bei allen Fragen bezüglich Retopo lade ich euch herzlich auf unseren Discord-Server ein. Wenn ihr üben möchtet, empfehle ich euch unsere Statue einmal zu Retopologien und zwar mit dem Polybuild-Tool. Denn spätestens bei einem Gesicht, wo ihr auch noch eine Face-Animation bauen möchtet, ein sehr, sehr fortgeschrittener Retopo, da braucht ihr diese Skills und das werden wir natürlich mit euch machen. Und da geht es auch um anatomisches Retopo. Das bedeutet, dass wir Muskeln und Hautbewegungen so vorbereiten, dass sie bereits im Mesh funktionieren. Und genau da sind wir dann in der Königsdisziplin. Das ist aber Zukunftsmusik. Als nächstes geht es darum, dass wir den Normal Map Bake lernen. Viel Spaß beim nächsten Tutorial.